Guten Morgen, liebe Radfreunde. Oliver und ich haben gerade festgestellt, dass wir nicht dieselben T-Shirts anhaben, aber die gleichen. Wir sind beide in Luckenwalde am 22. Juni, frühmorgens um, was ist es jetzt, kurz vor 8. Und denn wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen, ein kleines Hühnchen mit der Tour Brandenburg. Dabei ist es nicht wirklich ein Hühnchen. Wir haben noch so rund 350 Kilometer offen. Und also wir freuen uns beide, da wir den Rest dieser Tour Brandenburg anders angehen können, als wir das bei den ersten Etappen gemacht haben. Da war ja die Bahn ein wesentlicher Bestandteil unseres Reiseprogramms an jedem Tag. Die Campingplätze haben ja wieder geöffnet und wir haben auf den Restzippeln jetzt die Möglichkeit, unser Zelt irgendwo hinzuschmeißen. Zelt ist also dabei und freuen wir uns sehr, sehr, sehr drauf. Ansonsten sind die Rituale eigentlich vergleichbar wie bei den anderen Etappen auch. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Kohldampf und suchen uns was zum Frühstücken, decken uns so ein bisschen ein dann hier in Luckenwalde und dann geht das Richtung Jüterbog. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und wir freuen uns vor allen Dingen, dass wir Lust zu da. radeln, ja. Was? Lust zu radeln, Lust zu radeln und dass wir beide dabei sind. Ja, sowas ist doch richtig toll, nicht? Am Rand von dieser Stadt hier, bevor wir jetzt richtig ins Grüne reinfahren, haben wir sowas Nettes hier gefunden. Für die schönen Sitzgelegenheiten ist ja der Flemings Gate auch bekannt. Und jetzt werden wir erstmal in aller Ruhe uns ein kleines Frühstück zu Gemüte führen. So kann man es aushalten. Ich mache das ja nur, damit Oliver nicht gleich von Anfang an entkräftet hinterherhinkt und schon nach wenigen Metern führt das hier wirklich ins Grüne rein. Richtig herrlich. Das ist schön. Passieren wir gleich den ersten Ort. Der Ort heißt Werder. Und dann geht es weiter Richtung Kloster Zinna. Um Kloster Zinna herum kann man nebenbei diesen Kurs, diese Tour Brandenburg, ein bisschen verkürzen. Denn dieser Kloster Zinna Rundkurs beträgt 11 Kilometer. Den kann man auch weglassen, wenn man will. Das war im Übrigen der Ort Neuhof, der Ort Werder, der kommt noch. Eben haben wir mit einem netten Mann gesprochen, der hat uns
Insider-Tipp gegeben mit einem Storchennest um die Ecke. Das haben wir uns eben angesehen. Und wir hatten auch Glück. Die waren im Nest drin. Ein Altvogel und zwei Junge. Wir werden die vollständige Schleife bei Kloster Zinna nicht machen, aber zum Kloster Zinna fahren wir. Das sind so 3 Kilometer von hier aus. Und dann fahren wir auf dem Weg zurück. Das wollen wir uns schon anschauen. Vorne noch lesen konnten, war, es sind wie auch immer sonst die Zisterzienser wieder mal gewesen, die Ende des 12. Jahrhunderts hier Wurzeln geschlagen haben. Sehr amüsant war zu lesen, dass die ersten 12 Zisterzienser-Mönche 1170 hier eingetroffen sind. Die ersten 12 wohlgemerkt. Nee, schon imposant. Vor allem dieser hochgemauerte Giebel, da finde ich so toll. Wir verlassen jetzt Kloster Zinna und fahren jetzt Richtung Jüterburg. Die gute Nute. Hallo. Und wir sind nämlich in Jüterburg jetzt. Ja, wir sind in Jüterburg und fahren einmal durch die Stadt durch. Die Route wird durch die Stadt geleitet und diesen Baum müssen wir uns natürlich näher angucken. Es ist bestimmt ein Zufall, dass es ungefähr 10 bis 15 Firmenschilder hier dran gibt und wir keinen Arbeiter sehen. Wir haben alle zur selben Zeit Pause. Ach, herrlich. Jüterburg, sehr interessant, sehr, ja, teilweise mittelalterlich geprägt, manches noch verfallen, manches schon gemacht, also mitten im Umbruch. Spannend sowas. Ja, ist schon wieder ordentlich warm. Also da wird man doch mal für einen Moment schwach. So, einfach muss man ins Wasser hopsen. Wir sind schon am ersten Ort nach Jüterburg angekommen. Rohrbeck heißt dieser Ort. Und fahren jetzt weiter. Richtung Bad Belzig natürlich, das ist ja das Ziel, was wir heute versuchen anzustreben. Bis, also kurz vor Bad Belzig bei der Burg Rabenstein, da gibt es einen Zeltplatz. Der nächste größere Ort ist Treuenbrietzen in gut 30 Kilometer. Ansonsten muss ich sagen, fährt man wunderbar entspannt, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Sonne ist richtig kräftig durchgekommen jetzt. Das gleitet und macht Spaß. Der Windgott meint's gut mit uns, dass uns nicht zu warm wird. Ganz schön windig, mein lieber Schwan.
Oh, die sehen toll aus. Dennewitz und Niedergörsdorf haben wir hinter uns gelassen. Der nächste Ort, den wir erreichen wollen, nennt sich Altes Lager. 2,5 Kilometer. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir müssen unbedingt noch mal eine Futterpause einlegen. Das ist eben Bewegung an frischer Luft. Also man trifft manchmal schon auf skurrile Sachen. Unterm Shelter habe ich mir immer ganz was anderes vorgestellt. Oh Mann, ey. So, jetzt sind wir gleich beim sogenannten Alten Lager. Und dann fahren wir eigentlich nur noch an der Straße lang. Gut, wir sind hier an einem Haus, das nennt sich Das Haus am Alten Lager oder Altes Lager. Und wir machen hier eine kleine Pause. Haben uns ja vorhin noch ein paar Baguettes gekauft und die, wie sage ich immer so schön, die führen wir jetzt ihrer Bestimmung zu. Was wir gerade noch über das Haus, was ja Das Haus heißt hier, herausgefunden haben, ist, dass es sich um ein ehemaliges Wehrmachtscasino handelt, was dann auch später von der Roten Armee genutzt wurde. Heute ein Kulturzentrum. Wichtig für uns waren vor allen Dingen eine Bank draußen und ein Mülleimer. Der monotonste Teil der gesamten Strecke bisher. Viele Kilometer bis Treuenbrietzen und immer an der Straße lang. Aber gleich sind wir da. Also, wir haben Kriegsrat gehalten. Manchmal muss man sich abstimmen. Bei dieser Etappe kann man an mehreren Punkten ein ganz klein bisschen abkürzen. Wir sind jetzt, man muss sich das so vorstellen, der Kurs führt sehr steil nach Treuenbrietzen. Und um in einem sehr spitzen Winkel Treuenbrietzen gleich wieder zu verlassen. Und zwar ungefähr fast in die Richtung, aus der man gekommen ist. Also es wirkt ein bisschen übertrieben und man hat an zwei Stellen die Möglichkeit, einfach quer zu fahren. Und das werden wir jetzt auch tun, denn nach Treuenbrietzen rein müssen wir nicht zwingend. Wir fahren jetzt eine Abkürzung Richtung Lüdendorf oder einen Querweg Richtung Lüdendorf. Und gucken einfach, ob wir so die Möglichkeit haben, vielleicht schneller oder zeitgemäßer bei unserem Campingplatz zu sein. Was einkaufen müssen wir nicht zwingend mehr. Wenn sich unterwegs ein kleines Radler ergibt, dann soll das so sein. Aber es muss nicht zwingend sein. Also fahren wir jetzt quer Richtung Lüdendorf. Ja, auf der App kann ich schon sehen. Das heißt, das ist wirklich nichts. Wir sind gleich wieder auf dem eigentlichen Kurs, auf dem wir dann eigentlich erst wären, wenn wir einmal nach Treuenbrietzen ein Stückchen reingefahren sind. Übrigens hat man in dieser Region ziemlich viel flächendeckend Photovoltaikanlagen aufgestellt. Kann man ja auch im Hintergrund jetzt sehen. Vorhin sind wir an Fußballfelder großen Anlagen vorbeigefahren. Ja, wir sind beide etwas irritiert, weil es doch gefühlt über uns gerade so dunkel wird. Ja, aber sind doch die Wettervorhersagen so hervorragend. Okay, also durch Lüdendorf, das war der Ort, wo wir quer gefahren sind, da sind wir jetzt durch. Jetzt sind die nächsten Orte Schwabeck und Feldheim. Also ich sag mal so, auf und ab im Gegenwind. So könnte man diese Etappe momentan beschreiben. Halleluja. Also das Wellige ist definitiv da. Und der Gegenwind ist sehr flexibel.
Mann, Mann, Mann. Einmal von links vorne, mal von rechts vorne. Ja, der Wind passt sich unserem Tempo bzw. unserer Richtung angefühlt. Okay, jetzt sind wir in Schwabeck. Das ist dort auf der rechten Seite Schwabeck und wir fahren aber nach links Richtung Feldheim, genau. Und hier ist eine Feldsteinkirche in Schwabeck. Kurzer Sidestep war das jetzt für uns. Wir fahren jetzt wieder auf den Track rauf und dann geht's in Richtung Bad Belzig. Schon sind wir in Lobese und fahren die Lobeser Dorfstraße lang mit Straßenschäden. Wer hätte das gedacht? Das ist echt der Hammer. Warum hole ich die Kamera raus? Was finden Sie denn an Brandenburg schön? Asphalt. Also Anhänger des berühmten Brandenburger Kopfsteinpflasters kommen vor Lobese voll auf ihre Kosten. Richtig anständig. Die ganze Dorfstraße ist mit richtig, ja, ich würde sagen, kindskopfgroßen Naturstein beglückt und schönen Gruß nach Deggendorf. Da können die sich mal mit ihrem kleinen Schotter eine große Scheibe von abschneiden. So macht man es nämlich richtig, wie die Brandenburger. Also das ist nicht nachsynchronisiert und niemand braucht Sorge haben, das sind auch nicht unsere Mägen. Das ist die Natur hier in Lobese. So, da hinten naht der Ortseingang von Bosdorf. Jawohl. Wir nähern uns langsam, aber wir nähern uns. Wir sind heute übrigens mehrmals die Landkreise und sogar einmal das Bundesland gewechselt. Vor kurzem haben wir die Grenze zu Sachsen-Anhalt überfahren. Das war kurz vor Bosdorf. Und vorhin sind wir vom Kreis Teltow-Fleming in den Kreis Potsdam-Mittelmark gewechselt. Wie gesagt, danach dann noch ein Bundeslandwechsel. So, jetzt sind wir am Bosdorf. Und was diese ganzen Orte übrigens eint, ist die uneingeschränkte, vollständige, flächendeckende Versorgungslage mit allen Dingen des täglichen Bedarfs. Also, habe ich überhaupt mal Geschäfte gesehen? Ich weiß es nicht. Wenn, dann hießen die montags geschlossen. Kleinmarzenz und schwupps sind wir nicht mehr in Sachsen-Anhalt, sondern wieder in Brandenburg und
wieder im Kreis Potsdam-Mittelmark. So leicht geht das. Naja, so kann man das schon aushalten hier. Übrigens sind wir nicht in Kleinmarzehns, wie ich glaube, vorhin, glaube ich, fälschlicherweise sagte, sondern wir sind in Garay. Kleinmarzehns ist der nächste Ort in knapp 4 Kilometern. Weiter geht's. Jetzt aber wirklich Richtung Kleinmarzehns. Dann kreuzen wir die Autobahn. Und ja, dann ist schon der nächste Ort Raben. Da ist nämlich gleichnamige Burg Rabenstein. Und in der Nähe von dem Ort Raben soll ein Campingplatz sein. Allerdings geht da nie einer ans Telefon. Aber notfalls schmeißen wir unser Zelt einfach in die Natur. Rustikal geht's weiter. So, im Ort Raben sind wir. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwas finden, wo wir das Zelt hinschmeißen können. Fleminger Pilsener, ein regionales Bier. Wir sind auf einem kleinen, wilden, verrückten Campingplatz und wir sind die einzigen Gäste und das macht mir persönlich überhaupt nichts aus. Und wir haben jetzt hier zwei Bier gekriegt und gedenken diese in einer netten, alternativen, lustigen, verrückten Umgebung jetzt zu uns zu nehmen. Liebe Radfreunde, ich glaube, dieses Fleming Pilsner, ich glaube, das hat mir geschmeckt. Wenn man eine Weile geradelt ist, also wir haben heute 95 Kilometer, Oliver und ich, und ziemlich viel Gegenwind, gefühlt die ganze Zeit, was natürlich nicht stimmt, aber dann noch ziemlich wellig. Allerdings der Untergrund fast immer Asphalt. Also ist im Grunde genommen die Sache Asphalt, wellig, Gegenwind, einzeln oder alles zusammen. Das ist irgendwie das Tagesmotto gewesen. Die Landschaft war heute jetzt nicht das Highlight. Aber das wussten wir, vom Flemingsgate wegfahrend bis zur Burg Rabenstein, die nebenan ist, die wir aber, ich denke, uns nicht mehr zwingend angucken müssen. Man könnte hier diesen Weg hochlaufen. Also wenn wir viel überschüssige Energie nach dem bei mir bestimmt zweiten Fleminger Pilsner haben sollten, könnte ich mir vorstellen, vielleicht da hochzulaufen, aber reden wir mal im Konjunktiv. Diese 11. Etappe auf der Tour Brandenburg hat mir persönlich sehr gut gefallen. Es war jetzt nicht die, wie ich schon sagte, nicht die landschaftlichen Super-Highlights damit bei. Es ist sehr viel durch Weite geprägt gewesen, durch Asphaltuntergrund, durch welligen Untergrund. Die Windräder. Die Windräder waren ganz massiv. Und der Wind als solcher hat uns auch ganz massiv frische Luft ins Gesicht gepustet. Das kann man so sagen. Es ist wieder ein anderes Mosaiksteinchen zu den anderen 10 Etappen, die wir bisher absolviert haben. Insoweit passt das alles ganz gut. Die Tour Brandenburg entwickelt sich
auch zum Schluss zu einem bunten Mosaik. So kann man das eigentlich ausdrücken. Eigentlich gleicht keine Etappe der anderen, wa? So kann man das sagen. Ja. Wir werden uns jetzt ganz gemütlich hier diesen Fleminger Pilsner widmen, beziehungsweise dem Rest des Abends widmen. Wir werden gleich noch Nudeln kochen und die Dusche aufsuchen hier. Das ist alles sehr einfach gehalten auf diesem Campingplatz, aber irgendwie lustig. Wir sind die einzigen Gäste, die es hier gibt. Ansonsten ist alles kunterbunt hier und Kraut und Rüben, kann man sagen. Das ist quasi ein Hinterhof oder der Garten eines Hauses. Also quasi der Garten eines Familienhauses. Einfach, ne? Ja, aber nicht der Garten wie bei dir und mir, sondern das ist irgendwie so ein bisschen, in jeder Ecke ist irgendwas. Egal, also irgendwie lustig, passt zu uns und wir lassen diesen Abend jetzt ausklingen. Uns hat es Spaß gemacht, wir hoffen euch auch. Wir können nur sagen, die 11. Etappe unserer Tour Brandenburg war klasse. Morgen müsste es weitergehen mit der 12. Etappe, da fahren wir dann Richtung erstmal Bad Belzig, das ist der nächste größere Ort. Wie es dann weitergeht, weiß ich zu meiner großen Schande nicht. Natürlich könnte ich jetzt sagen Stadt Brandenburg. Ja, genau. Das ist immer der Lebensretter. Wir gucken einfach mal, wie weit wir morgen kommen und wie das dann aussieht. Und wünschen schönen Tag, gute Nacht. Bleibt ihr schmeidig, liebe Leute. Macht's gut, bis bald und tschüss. Tschüss. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zeltgeflüster. Am 11. Tag der Tour Brandenburg. Heute ist nichts zu flüstern. Gute Nacht.